Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und dich an die Ratten verfüttern. Meinst du? Nicht so schnell. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du wirst mir gehorchen und mir meine Fragen beantworten. Stell deine Fragen. Wer bist du? Ich heiße Pedragan und ich werde das dir ganz langsam das Fell abziehen, wenn ich dich zu fassen kriege. Der ist wohl irgendwie vom Himmel gefallen. Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Unsere Macht beziehen wir aus den Elementen dieser Welt. Ihre Hierarchie ist klar und einfach. Ich hab keinen Mana mehr. Aus weicher Erde geformtes Land spendet Leben für alle Kreaturen unter der Sonne. Doch verschlingt es dich mit Haut und Haaren, wenn man ihm zu nahe kommt. Mhm. Mit Stolz erhebt sich der Fels, der lieber bricht, als jemals nachzugeben, und begräbt so die Unachtsamen unter sich. Und doch bietet er den besten Schutz vor den Gezeigten. Der Funke des Lebens lebt in den tiefen Feuern dieser Erde, und doch verbrennt das Feuer alles in einem Atemzug und hinterlässt nicht mehr als Asche. Asche. Alle unsere Elemente erhalten und zerstören. Nur im zu harten Guss erstarrten Wasser wird alles zur ewig verweilenden Salzsäule, wo kaum Leben möglich ist. Das heißt, dass der Eisdrache. In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. So. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Gut. Genug der Worte. Deine kurzweilige Macht ist dahin. Irgendwie das Auge ist kraftlos. Jetzt wirst du sterben. Yo. Das. Uhuhu. Der bleibt ja zum Glück da hocken. Das heißt, ich kann jetzt erstmal. Aua. Tanken. So. Das war mal echt überraschend. Vor allem, weil ich das Auge nicht mal trage. Wo ist das denn? Oh, Banane. Ja, zu allem Überfluss ist mir dann gerade noch das Spiel abgeschmiert und jetzt haben wir das alles nochmal gemacht. Der Drache war mal direkt da. Ich habe das ganze Gespräch nochmal geführt und jetzt geht's ans Eingemachte. Mal gucken, wie das so funktioniert. Genug der Worte. Ja. Deine Kurz... Ich werde jetzt sterben. Alles klar. Komm. Jetzt kann der Golem hier mit dem... Dachte ich. Aha. Ja, jetzt bleibst auch mal da, wo du hingehörst. Genau. Er frisst aber doch etwas mehr. Da wollen wir mal in Ruhe auftanken. Wie gesagt, da haben wir unseren Golem hier. So, Petra, kannst du bleib mal hocken. Genau so wollen wir das haben. Genau so. Und ich kann hier in aller Herzenslust draufbolzen. So, ich werde jetzt mal ein bisschen übermütig. Ho, ho. Ja, da lacht er mich zu Recht aus. Komm jetzt hier. Bevor jetzt mein Golem den Geist aufgibt.
Gutes Timing, mein Freund. In der Tat. Drache Nummer 2 gelegt. Jetzt haben wir ihm das Blut als auch sein Herz abgenommen. Und jetzt machen wir uns über sein Hort her. Der reich geschmückt ist, wie ich das so sagen kann. Haufenweise Schwerter irgendwie. Wolfszahn. Das war ja richtig wertvoll. Ja, richtig sinnvoll, das da hinzulegen. Ja. Lederbeutel, Silberteller, alles her, alles meins. Also meine Idee, guck mal, was haben wir denn da? Der Sextant. Meine Idee, beziehungsweise die Technik, irgendwas zu beschwören, was dann die ganze Zeit auf dem Drachen am Rum, am Holzen, am Dran, am Sein ist, hat funktioniert. Vor allem der Golem ist insofern praktisch, weil er hat einfach genug Gewicht, dass er durch diese Attacke von dem Drachen, dieser Feuerart, und dass er dadurch nicht wegkatapultiert wird, der bleibt da einfach stehen. Und ja, kann den Drachen so ein wenig beengen und ich kann in Ruhe draufholzen, was das Zeug hält. Schön, hat ja hervorragend funktioniert. Hier gibt's jetzt eigentlich nichts mehr zu holen. Aber ich speichere das besser mal. Ist immer gut. Dann machen wir uns mal wieder zurück auf dem Weg. Und diesmal denke ich direkt dran, das Auge aufzuladen. Zack. Und noch jetzt. Komm, für zwischendurch. Kann ja nichts schaden. Rennen wir mal wieder zu Garrond. Und danach zu Auric bzw. Parsival. Ich darf nicht, dass ich darüber sehe. Ach, nee. Man selbst ist der da nicht drauf. Zuallererst gehe ich mal zu Jan. Ich werde gleich noch den anderen Drachen nochmal aufsuchen, um ihm auch das. Ich habe Drachenblut für dich. Das ist klasse. Verkauf mir alles, was du hast. Er musste es ja besser wissen. Ja, hier. Schöner Gold, 2 Gegenstände, 0 übrig. Nicht verkehrt. Das war klar. Ja. Et Dumme ist, dass ich gar keine Erinnerung mehr daran habe, wofür ich das jetzt eigentlich noch alles brauchen kann. Sag mir nicht, dass müsste du das ich mich nicht eigentlich nochmal schlau lesen, bevor ich hier jetzt einfach das Ganze verpulver. Das wäre ziemlich kacke. Ne? Jut. Dazu später mehr, Garrond. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Drache an der Felsenfestung im Süden ist tot. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen? Nee, zum Glück immer noch nicht. Alles klar. Frag doch immer das Gleiche. Wir waren ein paar Stunden weg. Liegt auf da. Hey. So, Auric. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Nee. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Nach dem letzten Angriff der Drachen soll einer von ihnen bei dem Vulkan im Süden verschwunden sein. Ich würde dort nach ihm suchen. Morisch. Parsival? Ah, nee, der erzählt einem nur mit Hauschpack hier. Jut. Es ist kein Geheimnis. Es ist kein Geheimnis. Das weiß jeder mittlerweile. Ich bieg immer falsch ab. Hier muss ich raus. So, ich hatte ja wieder ein Level up, da kann ich ja jetzt mal ein bisschen Stärke lernen und endlich mal meinen Inquisitor anlegen hier. Wo ist er denn? Ich brauche noch 2 Stärkepunkte. Hey du! Ein guter Ja. Das war doch schon vorher klar. 1, 2. Zurück. Ente. Ist das wirklich wahr? Und angelegt ist er. Sehr schön. Ich glaube, ich werde ihn Mendoza nennen. Wer es verstanden hat, ab in die Comments. Haha. Was wollte ich? Waffen verkaufen. Reton. Komm her. Was kann für einen Magier? Klar. So. Folterachst. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Vor allem, wie kann man eine Waffe Belegnagel nennen? Was ist das? Das ist nix. Langbogen.
Habe ich sonst noch irgendwelchen Ramsch, den du gebrauchen könntest? Haut eines Sumpfreis. Lurker kriegst du auch. Sag nicht, dass das liegen muss. Und das Ganze hier. Die kriegst du. Meine Meinung will ja keiner hören. So. Ist zwar ein Waffenhändler, aber. Ne? Das muss sein. Ich habe ja noch haufenweise Lederbeutel, die kann ich jetzt mal aufmachen. Ich bin mir nicht so sicher. Also Drachenschnetzeln macht echt reich. Ich kann ja nicht ewig sein. Komm. Ist das wirklich wahr? La la la, la 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 la. Was ist hier drin? 25er. Was ist das? 100er. Okay. Das nennt man das. Gut, dann werden wir uns jetzt mal dem Feuerdrachen widmen. Ich habe allerdings keine Ahnung mehr, wie man da hinkommt. Surprise, surprise. Die alte Karte, Minenkarte. War denn das nochmal? Da, links oben genau. Ist der Eisdrache? Ich war gerade da. Dann müsste das doch. Wo war denn das? Oh, Backe. Ich weiß gar nicht, warum er sich so auf. Wo ist denn das da? Nee, ist Vulkans gesehen worden sein. Ja, tut mir leid, Leute, aber die Sichtweite in diesem Spiel ist nicht so gut, dass ich von hier aus jetzt einen Vulkan erkennen kann. Oder vielleicht doch? Nee. Das ist die Festung gewesen, wo ich gerade drin war. Vulkan, Vulkan, Vulkan. Naja. Ich werde mir da jetzt noch offscreen ein bisschen die Birne drüber zermartern und wenn ich dann... Das sieht gut aus. Is it that? Naja, wie gesagt. Da werde ich mich mal dahin begeben und wir sehen uns mal wieder gleich.